Grüß dich, heute geht es um diese Sachen hier im Hintergrund. Richtig, Werkzeug, Holzwerkzeug, Metallwerkzeug, das muss ja irgendwie aufbewahrt werden. Und dafür gibt es immer so eine tolle Werkzeugwand. Es gibt Werkzeughalter für so eine Wand. Es gibt unterschiedliche Systeme, wie du dein Werkzeug an die Wand bringen kannst. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn ich habe vor ungefähr 10 Jahren meine erste Werkzeugwand gebaut. Das war damals noch so eine kleine USB-Platte, die ich mit Schaum bestückt hatte, ein paar Dübel reingeschlagen hatte und da hatte ich meine Werkzeuge alle dran befestigt. Und das Ganze hat sich natürlich über die 10 Jahre so ein bisschen geändert. Ich habe viele Systeme ausprobiert, besser gesagt 2. Und ich bin natürlich bei einem System hängen geblieben und das schauen wir uns mal heute genauer an. Die Frage ist natürlich jetzt, so eine Werkzeugwand, es ist gar keine Frage, das ist mega praktisch. Ich sehe, mein Werkzeug ist wirklich übersichtlich platziert und ich platziere es immer so, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt hier arbeite, dass auch alles schnell griffbereit ist. Beispielsweise meine Akkuschrauber sind hier platziert, hier sind ein Handzwing, die ich schnell greifen kann. Schleifpapier ist rechts, dort ist ein Schraubstock, dann sind hier meine Zangen, Schraubendreher und, und. Also alles wirklich sehr übersichtlich platziert und das spart ja am Ende viel Laufwege. Ne? Wenn ich jetzt meinen Akkuschrauberhalter da hinten an der Wand anbringen würde und ich brauche meinen Akkuschrauber zum Bohren oder zum Senken oder was weiß ich, dann renne ich ja Kilometer. Deswegen macht es Sinn, dass du dein Werkzeug wirklich platzierst, wo es schnell griffbereit ist. Aber jetzt kommen wir ja zur ersten Frage. Also ich habe ja hier jetzt USB schwarz lackiert. Das habe ich aus einem Grund gemacht, weil ich jetzt alle Halter, die ich jetzt habe, beispielsweise French Key License, auch ein ganz, ganz tolles System, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, die kann ich ja jetzt nicht einfach ans Mauerwerk dübeln oder an eine Metallwand, ne? Dann hätte ich ja 1000 Löcher in der Wand. Wie du siehst, musste ich baubedingt hier einmal ringsherum in meiner Halle, habe ich USB angebracht, außer dort, zeige ich dir gleich, ist einfach eine Blechhalle. Und USB ganz einfach, weil ich die Wände schwarz gestalten wollte und weil ich ja irgendwie meine Sachen, die ich habe, irgendwie unterbringen muss. Und wenn du jetzt eine Steinwand hättest oder eine Blechwand, wie ich jetzt, dann kannst du nicht zur Blechwand gehen und dort 2 Schrauben reinsetzen, dort 2 Schrauben, da 2 Schrauben, da 2 Schrauben, da 5 Schrauben. Und dann ziehst du irgendwann aus und hast du 1000 Löcher in der Wand. Ne? Und das wollte ich einfach verhindern und ich wollte einfach den Raum etwas Farbe geben. Schwarze Farbe. Und du siehst es jetzt hier an dieser Wand. Ist Blech, ist so ein hellgrau oder beige und es ist total dumm, wenn ich jetzt hier Halter anbringe. So, das heißt, du brauchst für dich einen Untergrund. So, und da ich hier die Halle eh streichen wollte und viel, viel Werkzeug habe und mal das eine oder andere hinzukommt, habe ich mich dafür entschieden, das Ganze mit USB zu verkleiden und dann das Ganze schwarz zu streichen. Darüber gibt es auch ein Video, findest du unten alle in der Videobeschreibung, unter anderem auch über die ganzen Halter, die jetzt gleich kommen werden. Also wenn du irgendwie mal eine Frage hast oder irgendwas brauchst, check mal unten die Videobeschreibung. Und an diese USB-Wand kannst du beispielsweise jetzt dein Werkzeug platzieren. So, es ist jetzt mit Edding markiert, hier sind 2 Dübel. Das ist jetzt die ganz, ganz einfache Variante, um ein Werkzeug an die Wand zu bringen. Ne, das kannst du quasi mit jedem Werkzeug machen, außer mit einem Schraubendreher. Da wird es ein bisschen schwierig, aber dann nimmst du einfach mal eine Leiste, bohrst 3-4 Löcher rein und kannst die Schraubendreher einfach reinstecken. Das ist natürlich die einfachste Variante und für große Werkzeuge, wie jetzt hier so ein Druckluftnagler, macht sich das wirklich sehr, sehr gut bewährt, weil wenn ich jetzt einen Halter baue für meine French Cleat-Wand, brauche ich wieder mindestens 2 Stunden für und da oder das tut genauso gut. Das heißt, du könntest jetzt beigehen und wenn du eine Holzwand hast, kannst du überall Schrauben reinhauen, du kannst überall deine Dübel reinsetzen, du kannst Schränke an die Wand schrauben, du kannst, wie jetzt hier diesen Dosenhalter, den kannst du an die Wand schrauben. Ne? Du hast eine Unterkonstruktion und die gesamte Unterkonstruktion oder die Wand, die USB-Wand, ist deine Werkzeugwand. Aber ist das so geil? Weiß ich jetzt nicht. Weil, was ist, wenn ich jetzt mehr Zwing bekomme? Was ist, wenn ich jetzt einen neuen Akkuschrauber dazu bekomme? Oder irgendwie ein neues Werkzeug? Dann bin ich ja wieder dabei und schraube wieder alles ab, hab Löcher drin und. So, jetzt kommt die French Cleat-Klasse zum Einsatz. French Cleat-System oder das French Cleat-System habe ich in meiner alten Werkstatt nur verwendet. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr zufrieden. Dort sind nämlich die Leisten, die habe ich nämlich mitgenommen. Das heißt, wenn du dir einmal sowas zusägst, es ist wirklich sehr, sehr mühselig in 45 Grad
Unmengen an Fringe-Gliedleisten zu sägen. Ich habe mich dafür damals für Siebdruck entschieden, besser gesagt für Multiplex. Das kann ich dir auch nur empfehlen. Darüber gibt es auch ein Video, auf was du achten solltest, wie so eine Fringe-Gliedleiste aussehen sollte. Du kannst es nämlich an die Wand bringen, wie jetzt hier. Kannst dann deinen Halter nehmen und zack, den reinhängen. So, Nachteil ist natürlich, du musst dir jetzt Unmengen an Halter bauen. Und das habe ich auch mal getan. Du siehst hier, 70% sind alles nur French Cleat Halter. Ist eine tolle Sache, ist aber wirklich sehr, sehr zeitintensiv. Das heißt, die French Cleat Leisten kannst du mittlerweile heute auch bei Amazon kaufen. Kein Witz, verlinke ich dir immer unten in der Videobeschreibung. Habe ich letztens gesehen, bietet jemand an. Aber ich sag mal so, stellst dich mal hin, einen Nachmittag sägst ein paar Leisten, ne? Dann hast du es mal schnell selber getan. Was aber wirklich lange dauert, ist einfach diese Halter hier. Aber da kann man auch sehr, sehr kreativ sein. Und für jedes Werkzeug, was du besitzt, Halter bauen. So, und ich habe jetzt hier einfach alles querbeet. Jetzt denkst du, was meinst du mit querbeet? Also, ich habe jetzt hier oben eine Magnetleiste mit Schraubenschlüsseln beispielsweise angebracht. Die gibt's von Wolfcraft oder auch von anderen Herstellern. Dann habe ich jetzt viele Halter angebracht, einfach mit Dübeln, weil es mir schnell erschien, ein Loch in die Wand gebohrt und zack, das Ganze festgemacht. Wenn ich jetzt hierfür einen French Cleat Halter bauen würde, ja, würde ich, weiß ich nicht, das gleiche Ergebnis erzielen und einfach den Dübel in die USB-Wand erschien mir wirklich sehr, sehr einfach und schlicht und dauert vielleicht eine Minute. Dann habe ich mir komplette Werkzeugsets gekauft, die du gleich direkt an die Wand schrauben kannst. Beispielsweise hier diesen Feinmechaniker-Schraubendrehersatz. Der hat hier schon zwei Löcher, zack, an die Wand geschraubt, fertig. Dann habe ich mir letztens auf Amazon ein bisschen rumgestöbert und habe diese 4 tollen Halter gefunden für Akkus. So, die kosten auch nicht die Welt mittlerweile. Und die kannst du auch schnell an die Wand schrauben. Zack. Ja, und so habe ich dann Stück für Stück meine Werkzeugwand oder meine USB-Wand zugeknallt mit Werkzeug. Und letztendlich gefällt es mir nicht mehr, weil es einfach kunterbunt ist. Da wird sich in nächster Zeit nochmal was tun. Aber wie du gesehen hast, wenn du jetzt eine Holzwand dir sowieso bauen kannst oder musst, dann hast du wirklich eine Menge Möglichkeiten, dein Werkzeug irgendwie zu platzieren. Ideen im Netz gibt es wirklich ganz, ganz viele, alleine auf Pinterest, wie du gewisse Sachen anbringen kannst. Wie gesagt, dieser Einhandzwingenhalter, der war wirklich ganz, ganz schnell zu bauen. Kann ich dir nur empfehlen, ist eine ganz, ganz tolle und übersichtliche Sache. Dann habe ich beispielsweise diesen Schrauben- oder Maul-Ring-Schlüsselsatz habe ich auch mal vor ein paar Jahren gebaut. Ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und so ein French Cleat Halter, wenn du den einmal gebaut hast, den behältst du wirklich dein Leben lang. Dann gibt's noch mal die Möglichkeit, wenn du jetzt eine Steinwand hast und du möchtest aber deine gesamte Wand nicht mit USB verkleiden, dann kannst du auch dir eine USB-Platte nehmen oder eine Multiplex-Platte, 10 mm. Und an dieser kannst du beispielsweise French Cleat Leisten befestigen und kannst dort deine Werkzeugwand drauf aufbauen. Das heißt, du nimmst dir eine Platte und bringst sie an der Wand an und hast dann wirklich unzählige Möglichkeiten, diese Wand zu nutzen. Mit Dübeln, mit Schrauben oder mit French Cleat Leisten. Oder du bringst gleich direkt die Halter an die Wand an für dein Werkzeug. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn du einen kleineren Raum hast oder ein Kellerraum, wo du jetzt nicht eine ganze Wand ziehen möchtest, wo du nur zur Miete wohnst. So habe ich nämlich auch angefangen und das Ganze ist auch wirklich übersichtlich. Du kannst auch, wenn du wieder ausziehst, nimmst du die gesamte Platte mit und baust sie dann in deiner neuen Werkstatt ein. Und wenn du auf der Suche bist nach Platten, beispielsweise Multiplex in unterschiedlichen Dicken, Siebdruckplatte, Acrylglasplatten, Acrylglaszylinder für deine Absauganlage beispielsweise, HPL-Platten, dann kann ich dir einfach nur meinen Partner empfehlen, Plattenzuschnitt 24, dort bekommst du nämlich solche Platten, zugeschnitten auf Maß, das heißt, wenn du dir gerade eine Werkstatt einrichtest, dann hast du auch keine größere Maschine dort, wo du das Ganze zusägen kannst, hast vielleicht nur eine Kappsäge vor Ort oder einen Akkuschrauber, dann kann ich dir Plattenzuschnitt 24 empfehlen und mit dem Rabattcode, den ich dir jetzt hier einblende, bekommst du nochmal Rabatt und ich kann dir ganz klar empfehlen, hier mitzumachen und zwar sende einfach dein Projekt an Plattenzuschnitt 24 und mit etwas Glück bist du Kundenprojekt des Monats. Es gibt nämlich einen ersten Platz, einen zweiten und einen dritten
Und ja, wie gesagt, mit etwas Glück bist du mit dabei und gewinnst eine kleine Vergütung. So, und dann hatte ich mir in letzter Zeit, also du siehst, hier klebt schon das ganze Werkzeug an der Wand und ich bin einfach kunterbunt mit dabei. Das beste System war für mich jetzt, was sich durchgesetzt hat, ist einfach dieses French Cleat Haltesystem. Kann ich dir nur empfehlen, da gibt es mittlerweile 3 oder 4 Videos auf meinem Kanal, wirst du unten in der Videobeschreibung finden, unter anderem auch, ich werde mich mal jetzt hinsetzen und alle Tools, die du jetzt gerade gesehen hast, werde ich auch mal unten verlinken, falls du da irgendwie Interesse hast. So, und jetzt kommen wir zu der Schandecke. Das hier ist nämlich meine zweite Ecke. Hier ist noch nichts geschehen. So, hier haben wir meine Tischbohrmaschine und hier habe ich noch meinen Halter. Da habe ich meine ganzen Dosen, die ich so habe, platziert. Besser gesagt, die Dosen, die ich am meisten brauche. Bohr, Schneidöl, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache hier an der Tischbohrmaschine. Rostlöser. Was ist das hier? Rostlöser. PTFE. Trockenspray. Ist was ganz, ganz Gutes. Brauchst du unbedingt, wenn du mit Holz arbeitest, ein Trockenspray. Also da kommt wirklich was raus. Ist nicht nur der Name. Bremsenreiniger. Das ist auch wirklich sehr, sehr übersichtlich platziert. Macht auch Sinn an der Tischbohrmaschine. Habe ich dort auch nochmal platziert. Und hier habe ich ein paar Sprühdosen, die ich so ein bisschen in Szene setzen wollte. Ja, da hatte ich einfach Bock drauf gehabt. So, meine Frage jetzt aber an euch. Wer meine alte Werkstatt noch kennt, der weiß ja, dass die Tischbohrmaschine, also hier war eine French Cleat Wand, hier war meine Tischbohrmaschine und hier war das Garagentor. So, und ich habe total gerne hier an dieser Tischbohrmaschine gearbeitet. Das hat sich aber jetzt in der letzten Zeit so geändert, weil die hier irgendwie eine Ecke steht und hier ist ja nichts, außer so eine Blechwand. Und ich arbeite, also mir ist aufgefallen, dass ich da jetzt nicht wirklich gerne stehe. Und jetzt eine Frage an euch, was mache ich mit dieser Wand? Knall ich die auch einfach zu mit Haltern, so wie ich dort gemacht habe? Weil ich fand in meiner alten Werkstatt, ich fand das übersichtlicher, weil ich das French Cleat Haltesystem also immer in gewissen Abstand parallel zueinander zack, zack, zack platziert hatte. Und dadurch kam das ein bisschen aufgeräumter rüber als wie dort. Dort habe ich ja jetzt Dübel an der Wand, Schrauben in der Wand, French Cleat Leisten, irgendwelche Werkzeughalter an die Wand geschraubt. Und das ist mir so ein bisschen zu unruhig und deswegen möchte ich das hier ein bisschen besser machen. Und ich spiele mit den Gedanken, dass ich die Tischbohrmaschine einfach mal jetzt hier rübersetze, damit ich links und rechts besser arbeiten kann. Dann habe ich nämlich links und rechts ungefähr 3 Meter, wenn ich mal was Größeres bohren möchte oder muss. Und den Tellerschleifer einfach dorthin stelle. Ja, und wie ich die Wand jetzt mache, also ich kann jetzt auch wieder alles abschrauben, habe natürlich dann wieder Löcher drinne. Die muss ich dann wieder ein bisschen übertupfen. Aber ich bin mir unsicher, was ich jetzt hier an dieser Wand, ja, was ich da machen soll. So, und dann gibt es natürlich noch mal was ganz anderes. Und zwar, jeder kennt ja die Fertigsätze oder Werkbänke, die man sich so im Baumarkt kaufen kann oder online. Habe ich letztens auch getan, wie du hier im Hintergrund sehen kannst. Video dazu, Vor- und Nachteile, also Werkbank selber bauen oder kaufen. Darüber gibt es auch ein Video, verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung oder hier im Eck oder gleich am Ende des Videos. Es gibt ja diese Lochwände, ne, die du aus Metall kaufen kannst oder aus dünnen. Ich glaube, das ist, was ist denn das für eine Platte? So eine Faserplatte, ne, weiß beschichtet. Habe ich früher auch gehabt, habe ich irgendwann weggeschmissen, weil du hast ja so kleine Haken, die du da einhaken kannst, hängst dein Werkzeug drauf auf. Und kann ich absolut nicht empfehlen, ist für mich einfach nur so ein, ja, was soll ich sagen, kann ich einfach nicht empfehlen. Dann gibt es nochmal die kleinen Kunststoff, also es gibt da wirklich, wenn du Werkzeugwand oder Werkzeughalter eingibst auf Amazon, da gibt es da wirklich 1000 Sachen aus Kunststoff. Es gibt solche Wände, wo du die Kästen so einhaken kannst, kann ich da auch nicht empfehlen, weil wenn du eine gewisse Last da reinpackst oder Schrauben, dann hängt das irgendwann, ist einfach in meinen Augen nur Schrott und ja, kann ich dir definitiv nicht empfehlen. Bau dir lieber was selber. Ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen und konnte dir so ein bisschen helfen. Ich würde sagen, hier ist das nächste Video, ob du dir eine Werkbank bauen sollst oder kaufen sollst. Und darunter gibt es noch ein Werkstattvideo und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und ganz, ganz wichtig, Handwerker Daumen nach oben.